So, liebe Leute, endlich geht's wieder weiter mit FIFA. Nach langer, langer Zeit und langer Pause geht's dann endlich heute weiter mit dem nächsten Spiel. Und das heißt, wo der Gegner dann 1. FC Nürnberg heißt. Und ja, gehen wir rein ins Match. Oder in Richtung Match zumindest mal erstmal. Und dann gucken wir mal. In der Champions League sind wir gut dabei. Wir sind gut da drin. Und ja, wie gesagt, jetzt ist mit Nürnberg heute der nächste Gegner an Bord. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr FIFA reinbringen können. Auch Minecraft geht jetzt wieder so langsam weiter und Need for Speed läuft ja sowieso, genauso wie Formel 1. Also da müssen wir auch immer mal gucken, wenn wir mal unsere Karriere weitermachen, unsere Kopfkarriere. Aha, jetzt kommt Nürnberg und dann kommt Aue. Okay, naja, schauen wir mal. Gehen wir auf jeden Fall rein ins Match. Die Mannschaft brauche ich nicht umstellen. Das sollte soweit noch immer passen. Und dann geht's gleich los. So, sorry, ich musste gerade kurz mal niesen. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Es regnet. Willkommen, liebe Zuschauer, hier im Max-Morlock-Stadion, wo es heute leider schon den ganzen Tag regnet. Ich begrüße Sie. Spieltag über 13 ist das übrigens mittlerweile schon, also es geht so straight auf die Winterpause zu. Wieder einmal Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. 1. FC Nürnberg gegen Schalke 04. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Das bedeutet, wir sehen hier die Mannschaft mit dem schwächsten Torabschluss gegen die beste Defensive. Wird schwer für sie heute gegen die Defensive, die wirklich stark ist, müssen sie erstmal zum Erfolg kommen. Das ist die Aufstellung des 1. FC Nürnberg. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Im Tor ist Manuel Neuer. Stefan Savic spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und vorne agieren sie in dieser Begegnung heute mit zwei Stürmern. Okay, es ist eigentlich nur einer. Aber okay, gehen wir rein ins Match. Spieler spielt dann Nummer 13, Nürnberg der nächste Gegner. Ich muss auch mal wieder ein bisschen reinkommen in dieses Ding. Wie gesagt, ich habe jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, weil die Zeit dafür fehlt. Auch die Aufnahmezeit fürs Wochenende und so. Teilweise viel Arbeit und Privatleben und. Also seht es mir bitte ein bisschen nach. Ah! Die Flagge kam nicht an. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört. Ecke kommt. Aber auch da. Kein Abseits, das kann nämlich kein Abseits gewesen sein, weil da nämlich einer. Sie stellen die Räume im Moment sehr gut zu. In der Bayer Arena hat sich was getan, es ist ein Tor gefallen. So, erstmal Richtung Manuel Neuer den Ball zurück. Und dann gibt die den Ball, aber Post wird zurück. Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 5 Minuten. Ball kommt an, Richter. Glück gehabt. Gut abgefangen dahin von Nürnberg. Ja. Schalke mit dem Einwurf. Großes. Ah, okay. Das war ein bisschen sehr leicht. Ich habe mal vorbei, jetzt zu versuchen.
jetzt vielleicht der Vorstoß auf Außen. Ach, das war schlecht gespielt. Die Idee war gut, aber der die Umsetzung war, naja. Klasse aufgepasst, der Platzer, Paulinho. Jetzt hat er ein bisschen Platz, Paulinho, und der Keeper hat das Ding. Klar, gibt Einwurf. Ja, Nürnberg spielt, steht aber ganz ordentlich in der Defensive. Die Schalke haben momentan so ein bisschen ihre Probleme, da durchzukommen. Auch der kommt erstmal noch nicht an. Ja, gut gemacht. Hat Werker. Probiert es jetzt. Aber sie waren viel Druck. Ball ist im Aus, ja, wie gesagt, wirklich rein komme ich gerade nicht in diese Partie. Das ist das erwartet schwierige Spiel. Sicher faustet diese Ecke erstmal weg. Ach, kommt doch nicht durch. Einwurf. Paulinho. Paulinho Gossens hat jetzt mal endlich den Platz, den er braucht. Genau hinschauen jetzt. Jetzt haben wir es. Kein Abseits, 0-1, Paulinho. Endlich. Diesen Konter mal sauber zu Ende gespielt und dann funktioniert das auch gerne mal. Da sehen wir es nochmal. Das ist zu nachlässig von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Toll dazu. Ja, der ist chancenlos. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Tor Nummer 14 ist es für ihn. 27. Minute. Wir führen endlich dieses. Endlich also, das kann auch nur ein Eisbrecher gewesen sein. Aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Fehlpassen Nürnberg. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ja, das ist sein Spiel. Immer auf Abseits, okay. Ich dachte mir, was läuft der jetzt gerade da, aber es war Pascal Köpke. Leider abseits. Nächster Ball kommt, aber Alario. So langsam wird's gefährlich. Gossens! Wieder vorbei am Verteidiger, da. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer Arena. Wie sieht Jan? Ja, wir haben hier das erste Tor für Mainz 05. Der neue Spielstand damit 1:1. 34 Keine sind gespielt. Foul, hat ein bisschen zu lange gezögert. Auch hier, wieder zu lange gezögert, sich den Ball abnehmen lassen. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Wäre eine gute Situation gewesen. Aber jetzt der Ball der Nürnberger. Fällt das Tor doch noch. Oh, Weltklasse zweimal gehalten, und Keeper. Im Parallelspiel gab es Elfmeter. Ich gehe mal ins Studio. Es gab Elfmeter für die Gäste, aber sie haben ihn vergeben. Er legt zu viel Power in diesen Ball und dann segelt der Ball über die Latte. Wieder nicht. Alter, der hat aber auch zwei, drei Dinger da gerade rausgeholt. Jetzt die Ecke. Jetzt nochmal die Ecke kommt. Abschuss. Also in Nürnberg gab es erstmal Linie gerade ihren Torhüter zu verdanken, dass sie da nicht noch höher zurückliegen. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Das wird es gleich eh Halbzeit sein. Und dann steht es hier nur an 0-1. Wie gesagt, die Nürnberg können sich da eben bei ihrem Torhüter gut bedanken, dass sie da nicht noch mindestens 1-2 zurück, Tore mehr zurückkommen. Das Ergebnis entspricht zur Pause durchaus dem Spielgeschehen, oder Buschi? Naja, gucken wir mal. Zweite Halbzeit. Schalke liegt hier vorne, war ein guter erster Spielabschnitt der Gelsenkirchner. Ja, gerade so ein bisschen unsere Probleme auf der Seite. Aber jetzt können wir sowas mal, aber ja, unsere starke rechte Seite mit Marco Rich. Jetzt könnte da. Den in den Strafraum bringen. Was für eine Aktion. Ach. So gerade eben noch verhindern sie ganz das wichtig, dieser Block finden und merkt, dass das hätte gefährlich werden können. Die Lücke war nämlich da. Pascal Köpke.
Der Ball läuft richtig gut. Also ganz sicher und zu 100% gewonnen ist das Ding hier definitiv noch nicht. Schön gelöst da. Jetzt der Ball da vorne in die Spitze. Alario. Boah. Alario, diesmal mal nicht so einen Keeper. Da hat doch am Ende ein bisschen zu viel Platz gelassen. Er hat zu viel Platz bekommen. Wo konnte dann schön hinten ins lange Eck sitzen. Aber Traumtor. Müssen wir mal sagen. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Punkt. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Ja, dieser war nicht zu halten für den Keeper da. 0:2. Lucas Alario, Tor Nummer 9 für ihn in dieser Saison. Und da kann man mal ein bisschen wechseln. So. Dann bringe ich jetzt mal Philipp Coutinho für Robin Gosens. Hat so seine Schwierigkeiten gehabt auf seiner Seite. Vielleicht wird es mit Coutinho jetzt mal noch eine Ecke besser. Gucken wir einfach mal. Weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ballgewinn, gefährliche Position. Ah. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Neuer. Savic. Das nächste Spiel steht an. Und es gibt einen Foul. Blau-Weiß hat Freistoß. Ach, wieder so ein Ding. Wer das verpasst, ist selbst schuld, würde ich sagen. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Der neue Spielstand heißt uns. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Kann er den noch erlaufen? Marco Richter, der hat nur Begleitschutz von dem Nürnberger 3-0 für Entscheidung. 65. oder 66. Minute, wenn Sie so wollen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss. Für ihn ist es dann immer ins Tor Nummer 6. Und das ist, wie gesagt, jetzt das 2-0. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Schieb mit Auge. Oh, das hat der Keeper nicht gut gemacht. Vorteil, Schalke 04 bleibt dabei. Ja, das. Wieder Nürnberg, die jetzt mit. Die jetzt diese. Toller Pass. Den spielt er in den Lauf. Wow. Und nicht das 4-0. Aber wieder der Keeper, der da wirklich einiges gerade heute hält und meiner Meinung nach auch der stärkste Nürnberger auf dem Platz ist. Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv eine klasse Leistung. Na. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Super Pass. So, Marco Richter. Gefährlich jetzt. Schön abgeblockt. Da macht er halt mit dem rechten Fuß, wenn das mit dem linken nicht klappt. 4-0. Wir geben uns keine Böse. Das wird übrigens auch die letzte Saison werden, nur so nebenbei. Hier in FIFA 21. Aber dann nochmal eine andere Mannschaft nehmen, weiß ich noch nicht. Oder ob wir dann erstmal abbrechen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist die letzte Saison. Es wird keine sechste Saison geben. Dass ich da schon Bescheid weiß. Ich weiß auch nicht, ob ich dann noch das neue FIFA 22 hole irgendwann. Ich weiß halt momentan noch nicht so viel. Aber wie gesagt, nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Richter. Wir haben 5 Saisons gespielt. Ah! Aber das konzentrieren wir uns jetzt auch zu Ende.
Nee, der Ball ist weg. Es gibt Abstoß. Bisschen vom Fuß gerutscht, der Ball. Ich dachte mir, ja, da kommt vielleicht mal an, aber... So, dann wechseln wir jetzt mal durch. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. So, jetzt geht Alario auch raus. Absolute Stille im Stadion. Ja, es macht gerade gar nichts an Stimmung aus Sicht der Nürnberger. Dabei war die Euphorie vorher riesengroß. Davon ist nichts übrig geblieben. Da hat er die Chance. Tor. 0-5. Johnny Mbokka. Ja, das war sehr einfach gespielt. Zack, zack, zack. Zwei Pässe, dann stehen drei Mann weg. Johnny Mbokka hat erstes Saisontor. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Regulär sind es hier noch drei Minuten. Pascal Köpke. Guter Ball auf Köpke. Das sieht vielversprechend aus. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. Zwei Minuten gibt er den Teams noch. Gute Chance für eine Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Heute müssen wir natürlich wieder mal... Und dann ist in im Gelände 15:0 gewinnen wir auswärts beim 1. FC. Nürnberg, der linke Gegner, morgen 18 Uhr ist Erzgebirge Aue. Und ja, das Thema drehen wir schon die nächste. Und wie gesagt, nochmal, das Ding ist hochverdient gewonnen, auch in der Höhe. Der Keeper hat ein bisschen mehr verhindert. Und ja, Dortmund gewinnt Wolfsburg 2-0. Bayern steckt Hoffenheim, ja, Leipzig gewonnen. Nun ja. Schade, ich hätte ein bisschen mehr was sagen können. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal Runde 3 DFB-Pokal heißt nämlich der Gegner Erzgebirge Aue. Das ist auswärts und das sollte durchaus... Freiburg möchte Musiala kaufen. Nee, nicht wirklich. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir da in die nächste Runde einsehen. Wir sind immer in Titelverteidigung. Wir haben es ja schon mal geschafft, in der dritten Runde rauszufliegen. Damals in den Viertelfinale war es damals gegen Frankfurt. Ja. Und ob wir das jetzt abwenden oder uns wieder ein ähnliches Schicksal erwartet, sehen wir uns dann morgen um 18 Uhr an. Ich habe es ja schon angekündigt hier bei FIFA 21.